Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Im letzten Part hatten wir einen großen Kampf am Ende gehabt und welcome. Usage, we warranty dirt chest. Alles klar, das ist Crap, was wir hier haben. Müll. Aber trotzdem Müll, den ich immer aufhebe. Wir haben ein paar schöne Sachen bekommen. Wir sollten vielleicht uns so eine kleine Loot Chest bauen, in die wir alles einfüllen, was wir so erhalten und uns jetzt ein kleines Lager aufschlagen, indem wir uns mit den Computern etc. beschäftigen, die hier eine Rolle spielen. Ich würde sagen, erstmal hier die Kiste hin und unseren Loot, den wir bekommen haben, der geht jetzt erstmal komplett hier herein. Den Diamantenschild, den behalte ich fürs Erste. Gut, Loot ist drin. Dann statte ich mich nochmal kurz neu aus. Ach, es gibt ja hier Kuchen. Spark, das kann ich jetzt sofort den essen. So, Stein geht zurück. Ich brauche jetzt noch ein paar Sachen, um mir alles wieder herzustellen. Wasser bleibt hier oben am Inventar. Die Sachen gehen zurück. Milch bleibt drin. So, und was ich jetzt brauche, ist halt ein bisschen hiervon was und ein bisschen davon was, um den Sachschaden zu regulieren, den wir hier angerichtet haben. Beziehungsweise die Creeper haben den Sachschaden angerichtet. Also jetzt ist Tag, alle Mobs sind verschwunden. Wir können jetzt hier alles korrigieren. Eigentlich wollte ich das in der Zwischenzeit machen, aber das können wir auch eben zusammen machen, denn wir werden den Tag nicht nur nutzen, um hier unsere Plattform wiederherzustellen. Nein, wir werden den Tag vor allem auch dazu nutzen, die Maschinen zu bauen. Und zwar benötigen wir einige Computer, in denen wir jetzt gleich Computerprogramme laufen lassen können, die dann tagsüber Simulationen veranstalten und nachts werden wir kämpfen. Also wir werden uns jetzt tatsächlich so eine kleine Routine machen. Das heißt, wir werden routiniert arbeiten. Also Creeper sind tatsächlich das Blödeste, was es gibt. Und natürlich, wir können die Plattform aus irgendeinem festen Material machen, aber ganz ehrlich, dann ist ein Spiel, ist das. Und dann kann ich die auch eben heile machen. So, ihr seht, das geht ja wirklich schnell, die Plattform heile zu machen. So, hier gibt es auch noch Pfeile und sonstige Sachen, aber die brauche ich gerade nicht. Tür zu, wupp. Und wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit der Mod ein bisschen mehr. Und wir werden jetzt hier unsere Zelte aufschlagen. Wir werden jetzt hier eine kleine Plattform eröffnen. Und auf dieser Plattform wird es dann Studien zu Monstern geben. Wir werden hier ein paar Computer aufbauen und die Computer werden uns Studien durchrechnen. So, erstmal natürlich ausleuchten die ganze Geschichte hier. So. Unser Holz, jetzt machen wir ganz kurz auch eine Werkbank, die hier hinkommt. Also das ist jetzt quasi alles hier in diesem blauen Ton, gehört uns jetzt zu dem Studienbereich. Das ist jetzt Richtung, ja, die Studien haben halt das Ziel, dass wir am Ende Glitches erzeugen. Und mit den Glitches können wir dann unter anderem diese Glitch-Rüstung bekommen. Das ist mein großes Ziel. So, 7 Monster müssen wir noch machen und 9 Spinnen müssen wir noch killen. Wir werden noch weitere Monster gleich in unsere Facility mit aufnehmen. Jetzt heißt es aber erstmal Generatoren craften. Wir brauchen diese einfachen Combustion-Generatoren, aber dafür brauchen wir einige. Das heißt, wir brauchen Redstone-Block. Wir gucken mal ganz kurz, kann ich den schon hier raus craften? Was wir hier drin haben? Nein, ne? Doch, kann ich. Lol. Okay, sehr schön. Oder nein, kann ich nicht. Es fehlt Eisen. Fehlt mir gerade. Dann mache ich mal ganz kurz Eisen daraus. Wupp. Und es fehlt Furnaces. Dann mache ich die mal ganz kurz daraus. So. Gut, dann können wir jetzt aber die Generatoren craften, ne? Nö, kann ich nicht. Gut, dann brauche Redstone noch. Ein paar Redstone-Blöcke. Okay, jetzt kann ich aber die Generatoren craften. So, wir brauchen nämlich tatsächlich einige, da diese Maschinen, die wir jetzt bauen werden, sehr, sehr viel Strom. Ach, Chiselstein fehlt mir noch hier. Die Generatoren werden sehr, sehr viel Strom fressen. Das weiß ich noch aus Erinnerung. So, 12 haben wir, das reicht. Wunderbar. Gut, den Rest können wir erstmal zurücklegen. Dann brauchen wir die Fluxpipe. Oder haben wir noch Fluxpipes zufälligerweise? Ich meine, dass wir ein paar hatten. Wer noch? Wo sind die denn, die Fluxpipes? Ich hatte die irgendwo gesehen. Da, 13. Ja, das reicht. Okay, gut. Dann benötigen wir jetzt endlich die Maschinen, mit denen wir den ganzen Kram machen können. Wir brauchen einen Simulation Chamber, einen Loot Fabricator. Die Simulation Chamber ist erstmal das Wichtigste. Was ich dafür benötige, also was fehlt mir noch für die? Mir fehlt ein Komparator, Lapis Lazuli, 2x Enderperlen. Haben wir glücklicherweise. Mensch, wie gut, dass ich Enderperlen organisiert habe. Also, dass ich die mitgenommen habe. 2 Enderperlen. Juhu, check. Lapis Lazuli haben wir, check. Lapis kriegen wir von hier. Wupp. Da kann ich einfach das hier aus meinem
Wertelager rausnehmen. Da haben wir unseren Lapis. Gut. Was haben wir hier? Player Simulator. Aha. Dann brauchen wir einen Komparator. Den Komparator brauche ich. Dafür brauche ich Quarz. Und wir können den Quarz auch direkt hier rausholen. Nein, muss ich ihn tatsächlich hier rausholen. Der wird dann weitergeleitet. Gut, Quarz. Wupp. Und was brauchen wir noch? Nö, Quarz brauche ich für den Komparator. Für den Komparator benötige ich Redstone-Fackeln. Redstone-Fackeln müsste ich noch hier haben. Stein habe ich auch noch da. Stein habe ich geschmolzen. Danke. Gut, das heißt, jetzt kann ich damit schon mal Redstone-Komparatoren machen. Wunderbar. Zack. Eins. Ja, lass mal ein paar mehr machen. Zwei, drei, vier. Ja, vier reichen. Gut, dann habe ich doch jetzt alles zusammen, oder? Jetzt kann ich eine Simulation-Chamber machen. Was fehlt? Glas und Obsidian. Ist das Obsidian? Nee. Das brauche ich noch. Okay, alles klar. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich brauche es. Das ist das Wichtigste. Also, wie ironischerweise ich Iron benötige. Gut, Iron rein. Gut, ich brauche den Redstone. Glass Panes. So, also, nochmal. Simulation Chamber, brauche ich den hier. Was fehlt nochmal? Ach ja, Scoot Covered Plate. Habe ich nicht noch welche von denen? Ja, habe ich. Okay, gut. Wupp. Also, und nochmal. Zack, 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 zack. Wunderbar. Die Fluxpipes habe ich hier. Dann geht es jetzt los. Dann bauen wir mal hier die ganzen Computern auf. Noch irgendwie ein cooles Baumaterial. Ich baue das weiter aus Menhil. Wo ist mein Menhil-Baumaterial eigentlich? Habe ich den da reingetan? Ich glaube ja. Ja. Gut. Dann schlupp, 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 schlupp. Schlupp, schlupp. Da ist mein Computer. Der Computer benötigt definitiv Strom. Und nicht nur ein bisschen Strom, sondern der braucht auch ordentlich Strom. Deshalb müssen wir die Fluxpipes hier mal entlang legen. Und da drauf kommen jetzt die ganzen Generatoren. Ah, habe ich noch ein paar über. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wie viel habe ich jetzt gesetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 mal Charcoal. Wir werden noch weitere Computer später bauen. Aber ich will nicht, dass es an der Energie scheitert, denn die brauchen doch für ihre Simulation relativ viel Strom. So, wir sehen, der Computer funktioniert und er lädt sich jetzt auch auf. Hier rechts seht ihr da, oh ja, der lädt sich auf und der braucht viel Strom. Ich glaube auch gar nicht, dass die Generatoren genug Strom erzeugen hier. Ich glaube, dass wir weitaus mehr benötigen. Wir müssen eine richtige Batterie an Generatoren bauen. Ich glaube, dann sollten wir vielleicht doch nochmal die letzten 7 verbleibenden Generatoren hier einbauen. Oder nochmal, oder zumindest weitere 5 einbauen, um wirklich diesen Strombedarf zu decken. So. Das ist nämlich doch mehr, als du denkst. So. 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 Und so. Jetzt glühen die Leitungen ja aber. Ja. Okay, jetzt sieht es gut aus. Jetzt sieht man auch hier, dass der Strom steigt. Gut. Wir werden noch keine Dataset einstellen, denn jetzt können wir nochmal hier unser Kämpfchen weiterhin machen. Also mal ganz kurz alle Sachen hier im Inventar da reinlegen, Schild in der Hand nehmen und weiter geht's. 7 Monster und 9 Spinnen. Das wäre mein kleines Zielchen für heute. Auf geht's. Das zählt wahrscheinlich nicht, wenn ich den da runter schubse, ne? Nein. Das heißt, ich muss wirklich das Monster komplett besiegen. Spinne, check. Nicht sterben, nicht runterfallen. Ja, sehr gut, das zählt. Das zählt. Ist das ein normaler Creeper? Ja. Nein, 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 das wollte ich nicht. So, jetzt nicht runterfallen. Gut, da möchte ich hin. Husch. Ach, diese Creeper sind echt unmöglich. Die machen echt Sorge. Mrs. Flocker has made that band shocked. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen kurz einen kurzen Zeitraffer, während ich hier kämpfe und bis gleich. We'll be right back.
So, ihr seht, ich bin schon ein paar Mal runtergefallen, aber immerhin bin ich in diesem Kampf kein einziges Mal gestorben bis jetzt. Die Creeper sind wirklich echt nervige Viecher. Aber immerhin, mit den Spinnen sehen wir, ich habe jetzt auch endlich den Advanced Tire dort erreicht. Das war eine doofe Idee. Warum lasse ich den Creeper hier durch? Warum lasse ich den durch, den maledeiten Creeper? Hau ab. Okay. Ich wollte eigentlich noch ein paar Endermans killen, aber das hat sich leider auch nicht mehr ergeben. Schade. So, was haben wir hier nochmal für Viecher? Und noch ein paar, die wahrscheinlich sehr, sehr nett sind. Bumm. Wir hatten vorhin noch so einen Ultron gehabt. Ich würde zwar wirklich gerne wissen, was man bekommt von denen, weil die gehören ja zum Mod. Wenn irgendwie es mal was gibt, ja, gucken wir mal an Loot. Ein bisschen Gunpowder haben wir hier. Wir haben noch das hier. Ein paar Schießeriche. Und wir haben noch eine Spinne da vorne. Die Spinne nehme ich gerne mit. Die geht aufs Haus. Der Creeper. Oh, die Spinne ist weg. Ja, der Creeper darf gerne noch meine Plattform weiter verunstalten, wenn es ihm Spaß macht. Wenn er unbedingt möchte. So. Ich bemühe mich mal kurz von dannen zu kommen, mich kurz zu erfrischen und dann den guten Herrn hier wegzumachen. Creeper, böse. So, okay. Die killen sich gerade gegenseitig, finde ich auch gut. Ja, dann killt euch mal gegenseitig, macht das. Oh, das ist eine geile Waffe, die möchte ich gerne haben. Kriege ich nicht, ne? Ihr würdet mir nicht die Waffe geben. Schade. Hätte ja sein können. So, was haben wir hier Schönes? Noch ein Beinchen? Lecker, lecker. Gut. Dann heißt es einmal die Stage wieder reparieren und dann vorbereiten für die Waves, die ich demnächst machen möchte. Das wäre nämlich jetzt die Sache. Also wir haben jetzt genug Daten gesammelt. Jetzt heißt es mal unsere Daten auswerten. Und dazu werde ich nun die Stage beleuchten, dass hier nichts mehr spawnt auf der Stage. Eigentlich hätte ich Redstone-Lampen integrieren müssen, aber gut, das ist dann doch ein bisschen sehr aufwendig, das alles anzuschließen. Ich hatte erst sogar auch überlegt, ob man vielleicht eine kurze Lavamaschine macht, um hier alles zu killen auf der Stage, sollte mal es benötigt werden. So, das Muster der Stage möchte ich gerne wiederherstellen, einfach weil es zur Stage passt. Okay, das sieht hier schon mal gut aus. Hier habe ich ein bisschen rumgeschlampt während des Kampfes. Ja gut, hier diese Ecke, die nagt natürlich immer da. Verliert man immer was, weil natürlich hier eine Menge los ist. So, ihr Lieben, jetzt können wir das erste Mal, beziehungsweise noch nicht ganz, erstmal, warte, stopp, das erste, was als erstes ganz wichtig ist, ist Ausleuchten der Stage. Ausrufezeichen. So, den Schild lege ich mal kurz ab und unseren ganzen Loot, den hatte ich da reingetan, ne? Dann packen wir den Loot, den wir auch hier bekommen haben, einmal hier mit nach oben. So, was wir jetzt benötigen, sind haufenweise Fackeln, da wir jetzt diese ganze Stage ausleuchten werden und anschließend zusehen, dass wir vorankommen. Fackeln hatte ich auf jeden Fall ganz viele noch, ja. So, F7. Wir werden in der Mitte der Stage nämlich dann den Trial bauen. Der Trial, wir brauchen aber dazu Endermans, Enderaugen. Die kriege ich auch nicht anders, ne? Scheibenkleister. Mist, da müsste ich eventuell gucken, dass man da auch nochmal mitarbeitet. Wir werden erstmal die Stage allgemein beleuchten. Man könnte sich auch eine Maschine organisieren, die das dann tut, aber das brauche ich jetzt gerade auch nicht. So, ich springe mal wild umher. Diese gelben Flächen markieren uns Orte, bei denen Monster spawnen können. Eigentlich ist das noch nicht so ganz klug. Ich lasse mal die Stage jetzt so beleuchtet, wie sie jetzt beleuchtet ist. Dann haben wir noch die Möglichkeit, dass hier noch was spawnen kann für die nächste Nacht. Da ich doch noch mal ein paar Endermans gerne geschnappt hätte. Mit denen wir auch noch mal ein bisschen Enderaugen, denn wir brauchen die Enderaugen. Die brauchen wir definitiv. Aber was wir jetzt erstmal brauchen, ist Matter. Nein, Matter brauchen wir nicht. Wir brauchen diese Bricks hier. Die bekomme ich durch Clay-Dings und... Okay, Clay, Gold, Eisen und... Was war da nochmal in der Mitte? Lapis. Alles Dinge, die ich habe. Also. Clay, check. Gold, check. Eisen, check. Lapis, check. Gut, alle Sachen verkraften wir. Ah, viel zu viel Zeugs. Ja, so viel Gold brauche ich nicht, so viel Lapis brauche ich auch nicht. Na, ein bisschen Eisen brauchen wir schon.
Dann können wir jetzt damit diesen Meta-Bauen da oder dieses Zeug da. Das ist eine wichtige Ingredienz. Ich mache mal 2 Stacks davon, würde ich sagen. Das reicht. Okay. Aber der Rest kann wieder zurück in meine Maschine reingehen. Okay. Der geht hier wieder zurück ins Lager und das Lager kompresst es wieder, um Speicher zu gewinnen. Ihr seht ja, das Lager besteht aus dieser großen Speicherkiste. Ja, so viel zum Thema. Und ihr seht, das ganze Eisen und die ganzen Sachen, die werden hier verarbeitet im Lager. Ihr seht, das schwindet hier gerade. Das ganze Eisen geht jetzt gerade hier in die Kompressoren rein. Die Kompressoren, die packen dann aus Eisenblöcke. Also das Lager packt die Sachen auch wieder zusammen. Okay, jetzt haben wir auch dieses Zeug hier. Dann kommt das jetzt hier oben rein. Und jetzt wird es spannend, liebe Leute. Denn jetzt können wir unsere ersten Studien durchführen. Wir haben hier eine Advanced-Studie und wir haben hier eine Advanced-Studie. Das ist beides supi. Moment, wo ist die jetzt hin? Da ist sie, okay. Theoretisch müssen wir nochmal so einen Computer craften. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Zombie-Studie. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das Ding läuft und führt nun die Studie aus. Oh. Failed. Aber ist nicht schlimm. Während die Maschine arbeitet, generiert sie außerdem hier das Matter. Was haben wir hier Schönes? Overworldian Matter. Mit dem können wir einiges machen. Ihr seht, in der richtigen Kombination können wir damit verschiedenste Dinger herstellen. Unter anderem, glaube ich, auch Ender-Eis? Nein. Aber wir können damit sowas herstellen, wir können Essen damit herstellen, Grasblock können wir herstellen, wir können Hellish Matter herstellen. Wie geil ist das denn? Ah, ist cool, was wir alles damit herstellen können. Wir können damit den herstellen, damit könnten wir Ender-Augen herstellen. Okay. Ah, oh, super. Wir können alles Mögliche jetzt machen mit dem Matter. Und wir kriegen das hier. Dieses hier. Und das Ding bedeutet Items. Also nicht Items Katze, sondern Items Items. So. Und was wir benötigen, wäre jetzt vielleicht noch so ein Trichter oder irgendwas, was die Items da nachher raussaugt aus dem System. Das kann man dann machen, wenn man so weit ist. Da könnte man hier ein kleines automatisches Lagersystem bauen, das sich dann diese Dinger automatisch holt. Das wäre dann nochmal eine Zukunftssache. Was wir jetzt nämlich noch machen können, wäre... Jetzt mal gucken, wie vorankommt das Ding denn. Ah, es ist Collecting Data. Wunderbar. Das wird jetzt immer besser. Wir müssen jetzt bald so einen Trial Keystone bauen. Dazu benötigen wir einen Trial Schlüssel. Dazu brauchen wir Enderperle. Buh. Und jetzt, was ich nochmal bauen möchte, ist das Ding hier, den Loot Fabricator. Das ist noch eine Sache, die ich heute gerne mit euch getan haben möchte. Ich werde auch im Livestream noch mal ein bisschen hieran weiterarbeiten. Mal gucken, ob wir es dann schaffen. Ihr seht, wie komplex das alles ist. Aber es macht mir auch übelst Bock gerade. Diese Mod hier, die ist echt nice. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Mod mir so viel Spaß macht. So viel Spaß bereitet. So, haben wir ein bisschen von diesem Redstone. Dann geht es nochmal los. Wir brauchen nochmal diese Plates. Da brauchen wir noch Obsidian für. Hatte ich nicht noch was? Ja, hatte ich noch. Okay. Und einmal so und wir können perfekt eine Plate machen. So. Und dann können wir damit, mit dieser Plate, können wir diesen Block bauen. Da brauchen wir Redstone und Eisen. Auch jetzt doch noch ein bisschen was von meinem Eisen. Ha, die Maschine hat schon wieder alles Eisen verarbeitet. Upp. Ihr seht, wie schnell das geht. So, Deep Learning, Iron, da, zack, wunderbar. Und jetzt möchte ich gerne dieses Ding bauen, dazu brauche ich Yellow Dye. Okay, das ist doch ein bisschen schwieriger. Komparator müssen wir noch haben, oder? Mir war, als hätte ich doch vorhin viele Komparatoren gemacht. Natürlich über ein Hauptlager hätten wir jetzt den Vorteil, dass ich da nicht mehr suchen müsste. Ah, das war's. So, Komparator habe ich, Diamanten habe ich, Gold habe ich. Lediglich brauche ich hierfür noch das Eisen. Nein, das Eisen brauche ich hierfür nicht mehr. Ich brauche lediglich, ich darf die nicht miteinander synchronisieren. So, dann wenn ich hier nach was etwas suche, dass die nicht synchronisiert sind. Also, das brauche ich gerade nicht. Gold, ja, habe ich noch. Und das Eisen brauche ich gerade nicht. Und Diamant brauche ich noch ein bisschen was. Okay. So, das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist dieses Yellow-Zeug. Das kriegen wir durch, ja, Sunflower. Supi, okay, das müsste ja machbar sein. Sunflower habe ich auch noch irgendwo. Da. Oder darüber kriegt die doch bestimmt auch, oder? Ja, super. Das war doch einfach. Und schon können wir das Maschinchen machen. Und mit diesem Ding hier kriegen wir Loot. Können wir Loot generieren. Wir sehen, wir haben jetzt eben dieses Prismarine Matter.
oder nee, dieses Pristine Zombie Matter, das können wir jetzt hier reinlegen und können uns jetzt Items generieren daraus, was wir halt brauchen, ne? Und Eisen kann man nie genug haben. Ich lasse mir jetzt mal daraus Eisen generieren. Ihr seht, die Maschine generiert nun Eisen daraus. Und das ist richtig cool, muss ich sagen, weil das hilft uns natürlich jetzt mega weiter. Jetzt brauche ich Enderperlen. Zack, Eisen. So schnell lässt sich Eisen machen. So. Ein Polymer, den werde ich erstmal wieder zurücklegen. Der Polymer ist wichtig für diese Studien, die hier durchgeführt werden. Weil der Polymer immer benutzt wird. Ihr seht, 46 habe ich noch davon. So. Ich würde sagen, ich lege mal die Sachen, die dazugehören, hier mit rein. Data collected von 300. 59 von 300 sind collected auf diesem Ding hier. Je mehr Data collected wird, desto interessanter wird das gleich mit dem Trier. Und dann müssen wir gleich nochmal die gleiche Studie machen mit den Spideys. Also, jetzt wäre meine Aufgabe noch, sich um Endermans zu kümmern. Denn wir brauchen Enderperlen auf jeden Fall. Ohne Enderperlen geht hier gar nichts. Denn wir brauchen viele von diesen Schlüsseln am Ende. Und da gucke ich nochmal. Den Meta zu machen wird doch ein bisschen schwierig. Weil ich dazu Endstone brauche. Oder kann ich zufälligerweise Endstone irgendwie anders bekommen? Nein. Endstone kriege ich wirklich nur. Oder warte mal ganz kurz. Es geht. Starlight Trans. Aber gut, das habe ich natürlich nicht, oder? Das ist bestimmt. Ja, ganz einfach zu craften. Ja, oh, nee, lass mal erstmal sein. Dann holen wir uns die Enderperlen erstmal auf unsere altbewährte Methode. Und zwar auf Beutesuche gehen. Noch ist hier kein Enderman gespawnt. Ja gut, wir haben die Spawnrate auch deutlich verringert, ne? Theoretisch müssten wir schon ins Endgame dafür. Aber aktuell besser nein. Wir können vielleicht auch eine Feldstudie zu Skeletons machen, obwohl ich ganz kein großer Fan von Skeletons bin. Na, warte mal, während ich die ganzen Spinnen hier kille, können wir auch die Spinnen einfach killen, ne? So. Ich jetzt eh. Also, ich meine, wir können Daten dazu sammeln. Zitze. Böser Spark. Creeper, go deeper, Creeper. Ich brauche doch mehr Spawn Ground hier. Ich will Endermans haben, ich will das jetzt, ich will hier, ne, mal endlich so langsam vorankommen. So, wir müssen warten. Also, ich mache nochmal kurz einen Zeitraffer, bis ich die habe. Beziehungsweise nix Zeitraffer. Ich merke, dass meine Aufnahmezeit so gut wie beendet ist. Dann werde ich das... Oh, lol. Da ist eine Sternschnuppe, die wahrscheinlich niemals im Boot erreichen wird. Sieht cool aus. Ich wünsche mir, dass ich diese Glitch-Rüstung noch in den nächsten Tagen erhalte. So. Ah, ich habe den Wunsch laut ausgesprochen. Selber schuld. Da ist ein Enderman. Ha. Da ist noch einer. Gut. Sehr gut. Jetzt, Tutsi. Putzi. Hallo, ihr Lieben. Ihr seid bestimmt gute Freunde, ne? Ja, ich weiß. Ihr seid ganz gute Freunde. Wir beide haben uns lieb, ne? Ja, wir haben uns lieb. Könntet ihr bitte nicht meine Maschinchen kaputt machen? Die waren mir sehr teuer in der Herstellung. Na, immerhin ein Enderauge habe ich schon mal. Na, es war doch nicht so übel. Vielleicht finden wir noch einen Enderman. Also einen Trial Key können wir ja schon mal machen. Damit kriegen wir allerdings noch gar nichts. Noch lange nichts. Da dürfen wir noch erstmal lange weiter gucken, dass wir Sachen organisieren. Da ist ein großes Ding. Da ist ein großes Viech. Ich weiß nicht, was das für ein großes Viech ist. Ich habe eine Idee. Ich habe eine ganz raffinierte Idee.
Spark, kannst du schlafen? Fragezeichen. Vielleicht kann er ja. Das wäre jetzt echt praktisch, weil dann könnte es hell werden, dann verschwinden schon mal. Ah, super. Dann, ah, ich darf nicht disconnecten. Ich kann nicht DC. Kannst du Spark kurz? Danke. Sonst despawnt da etwas, was ich will. So. Perfekt. THX. So, jetzt haben wir schon mal die ganzen meisten Sachen erledigt, vor allem die Skeletons sind erledigt. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Creeper aufpassen, dass die uns hier wieder nicht die Plattform haben, aber ich möchte gerne den da haben. Ich möchte den haben. Ich darf nicht dabei jetzt verrecken. Ich bin aber gerade dabei. Okay. So, warte mal ganz kurz. Erstmal hier Essi. Noch mehr Essi. Oh Gott, wo ist der Große? Haben die den runtergeschubst? Nein. Ihr habt nicht. Doch. Nein, die haben ihn runtergeschubst. Ach, Manno. Der hätte doch bestimmt einen coolen Loot gegeben. Was bist du denn für ein Viech da? Bliss. Creeper. Okay. Ja, ihr Lieben, ihr seht's, das war's jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir haben eine Menge erreicht und ich sollte mich jetzt wirklich vom Staub machen, vom Acker machen. Die Feldstudie läuft weiter. Wir lassen jetzt die Data sammeln und dann können wir nachher die Trials aktivieren. Jetzt heißt es tatsächlich die Plattform ausleuchten. Wir haben immerhin ein Enderauge erhalten. Wow, unglaublich. Vielleicht sollte ich einen Enderkuchen mir machen und ins End gehen und einfach mal gucken, dass ich da was bekomme. Ja, gute Idee. Lediglich brauche ich jetzt noch... Aber warte mal, ein paar Spinnen haben wir noch auf der Plattform über. So übel ist das gar nicht. Wir können die Spinnen nämlich jetzt hier nochmal nehmen und in unsere Studie mit einfließen lassen. Ich muss ja nur killen. Wie viele Spinnen brauchen wir noch? 26 benötigen wir, damit wir das nächste Level erreichen. Aber mit jeder Spinne rücken wir diesen 26 ein wenig näher. Gut. Sehr gut, okay. Jetzt heißt es für mich nur noch, die Sachen zu reparieren und ich mache das noch eben mit euch zusammen. Dann schnell ausleuchten und dann haben wir es geschafft. Dann bleibt diese Plattform erstmal unberührt, bis ich das nächste Mal mich entschließe, hier zu kämpfen. Endermans brauche ich auf jeden Fall, oder Enderperlen brauche ich zumindest noch eine ganze Menge. So, schön, dass die Tür nicht kaputt gegangen ist. Ich mag die Tür. Man darf nicht vergessen, dass das hier Holz ist. Ich will es immer mit einer Spitzhacke abbauen. So, gut, dann eben noch Fackeln holen und den Rest ausleuchtende Plattform. Dann bin ich auch schon durch für die heutige Episode zumindest. Meine Güte, ich dachte, dass das schneller geht. Ich habe noch lange nichts von der Rüstung erhalten, die ich da so begehre. Es ist ein quälend langer Weg. Aber ein Weg, der sich dann am Ende lohnen wird, denn wir werden eine Rüstung haben, mit der wir wie im Creative fliegen können. Aber wir sind noch bei Weitem nicht so weit, dass wir etwas machen können, denn wir müssen dann erstmal Kämpfchens machen. Also wir müssen hier dann so eine Trial-Key-Geschichte bauen und dann damit echte Kämpfe machen. Und erst dann können wir hoffen, überhaupt irgendwas zu bekommen. Das ist willkürlich von mir, die gesetzt, die Fackeln, damit wir wirklich allen Spawnground entfernen. Dass hier wirklich definitiv nichts mehr spawnen kann. Gut, jetzt haben wir den gesamten Fläche beleuchtet. Hier spawnt jetzt nichts mehr. Dann schließen wir das Sicherheitstor und begeben uns nochmal kurz in die Zentrale. Und lesen mal ganz kurz unsere ganzen Sachen aus, die wir haben. Das haben wir hier. Wir haben auf jeden Fall schon mal Data collected. Hier drin ist noch keine Data, aber wir haben hier schon mal ein bisschen Meta. Und Overview Meta, das ist natürlich ziemlich cool. Und da können wir auch noch mal ein bisschen was machen. Was haben wir hier denn? Ich würde sagen, ein bisschen was nehmen wir nochmal hier in Infernium Essence mit rein. Die scheint ja auch nicht gerade unwichtig zu sein. Und der Computer, der geht jetzt immer weiter. Der failt immer noch die Teste oder schafft es mal, einen Test auszuführen erfolgreich. So.
Ah, wunderbar. So, und der Fazit von dem Ganzen. No cake like home. Nein, ich habe es geschafft. Nach einem 3 Stunden 52 Minuten Livestream haben wir auf der Plattform weiterhin gekämpft. Was haben wir gemacht? Wir haben die Datasette mit den Monstern, wo ist sie? Da ist sie, aufs Maximum gebracht. Das heißt, ihr seht jetzt hier Overworld werden und ihr seht hier Maximum Tier. Das habe ich einmal mit dem Computer erzielt, hier mit diesen Computerdingern erzielt und indem ich gegen die gekämpft habe. Bei der Maximum Tier bekommt man 3 Herzen, also 3-mal diese Glitch-Herzen als Goodie, wenn man es geschafft hat. Und gleichzeitig hat man außerdem noch die Möglichkeit, dass währenddessen Glitches auftreten. Das Glück hatten wir. Wir konnten einige von diesen Bricks erzeugen und jetzt habe ich die Rüstung und mit der Rüstung kann ich quasi unendlich lange fliegen. Das war ein sehr, sehr langer Livestream. Den Livestream werde ich jetzt auch demnächst nochmal hochladen. Wir sehen hier auch gerade 98%. Jo, wir stehen hier sogar bei Twitch kurz vor 15.000 Followern. Das ist eine gewaltig große Menge. Also falls ihr, liebe YouTube-Zuschauer, euch noch entschließen möchtet, mir kostenlos wohlgemerkt zu folgen auf Twitch, dann tut das gerne. Ja, und lieber Chat, ihr dürft jetzt gerne einmal komplett mit Emotes ausrasten. Wir haben es geschafft. Einmal grüßt einmal. Ihr seid wahrscheinlich jetzt gerade im Video zu sehen auf YouTube. Ja. Wir haben es geschafft. Emerald Schwert, wir waren gerade noch im Nether, haben den Nether erkundet und ach Mensch, ich würde sagen, es hat sich mal so richtig gelohnt und ja, ich guck mal, dass wir vielleicht noch ein schönes Abschlussfoto machen und mit dem dann alles endet. Na, lass mich mal so umdrehen. Okay, und 1, 2, 3, tschüss! Okay, Abschlussfoto ist gemacht. Jo, der Chat rastet jetzt komplett aus. Ja, wir haben es geschafft, liebe Leute. Das ist auf jeden Fall die Ende von dem ganzen Ding hier. Das war eine gewaltig große Episode, wenn ich das jetzt richtig überlege. Ich glaube, ich schneide das alles zusammen, nicht in 2 Parts oder so. Ich mache das wirklich in einen großen, gewaltigen Maximum XXL Part, in dem ich euch zeige, wie das hier funktioniert hat. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich damit. Gut, und der nächste Schritt wäre dann werden, unser Haus hier zu bauen, denn da steht uns jetzt nichts mehr im Wege. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und ciao, Leute!